Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21 und zu einer neuen Aufnahmesession hier bei mir und wahrscheinlich auch zur letzten Aufnahmesession, denn auf dem Land ist anscheinend die letzte Mission, die wir hier zu erledigen haben. Wir werden wahrscheinlich keine mehr nachher bekommen. Gucken wir mal, wenn wir diese Missionen hier alle erledigt haben, ob dann noch was kommen wird oder nicht. Das finden wir raus in den nächsten Folgen. Wir haben auf jeden Fall hier wieder irrsinnig viel zu tun. Verbinde alle Kleinstädte mit Sonnensteins Touristen, die ländliche Gegend erkunden können, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Verbinde Sonnenstein, Kerststadt, Westfield, Steinegg, Oakville und Siegwalden mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Das kann ja lustig werden. Okay, eine ausgeglichene Route soll das sein. Da schauen wir gleich mal. Wir werden mal eine Route stellen. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Dummy-Route werden, denn wenn wir Sonnenstein verbinden sollen, da haben wir nur Haltestellen mit einer Hauptverkehrszeit zum Mittag, und wenn wir das aber mit Oakville verbinden sollen, das ist ja hier oben, haben wir hier eine Nachthaltestelle und zwei Haltestellen mit der Hauptverkehrszeit in der Früh und am Nachmittag. Das heißt, das schließt sich schon mal aus, dass wir diese Linie auch wirklich betreiben können. Aber summa summarum, wenn man hier mal so quer über die Karte schaut, ich denke, wir haben ein relativ akzeptables Busnetz geschaffen. Also du kommst eigentlich von überall gut hin zu irgendeiner anderen Haltestelle. Beispielsweise, wenn du hier unten in Schaffetterfield wohnst, hier musst du halt darauf gehen. Wenn du hier wohnst, musst du halt hier raufgehen. Und ansonsten haben wir eigentlich jede Haltestelle hier fast angeschlossen an unser Streckennetz. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ganzen. 12 Linien sind es insgesamt, also da haben wir gut geschaut, dass wir da ordentlich Cash verdienen einerseits. Wir haben ja mittlerweile 6 Millionen am Konto, natürlich auch vom Zahltag 400.000 und mehr pro Zahltag, die wir da verdienen, und wir haben natürlich auch geschaut, dass die Abdeckung hier in der Stadt halbwegs optimal verläuft. Ich bin, muss ich zugeben, sehr zufrieden mit der Linie oder mit den Linien in unserem Streckennetz hier in dieser Stadt, und wir gucken mal, ob dann vielleicht doch noch nach dieser Mission was kommt oder ob wir dann wirklich beim Ende angelangt sind. Wir gucken mal, wir fangen mal an, und zwar würde ich sagen in Sonnenstein. Was haben wir denn da? Womit fangen wir denn an? Eine Linie sollen wir dann auch fahren, natürlich mit, also diese Linie in 35 Minuten. Und wenn wir Sonnenstein und Kerststadt miteinander verbinden sollen, dann wäre es vielleicht besser, wir würden da unten anfangen, bei der Müllerstraße. Da brauchen wir nämlich nicht so weit bis nach Kerststadt, sind dann hier bei Windfield Ost. Dann müssen wir Richtung Westfield. Da könnte man theoretisch das hier mitnehmen, die Wanderstiefelstraße oder Westfield generell. Nehmen wir mal die Wanderstiefelstraße, einfach immer die, was am nächsten dran liegt. Dann sollen wir fahren Richtung Steinegg, das wäre die hier, da würden wir dann hier einmal umdrehen, genau, ist eine gute Haltestelle. Hier würden wir einmal umdrehen, fahren dann hier hin zu Steinegger Grange. Dann müssen wir fahren nach Siegwalden, das ist hier drüben, da könnte man theoretisch diese Haltestelle mitnehmen, Siegwalden. Oder auch diese hier, ist eigentlich wurscht, Larchstraße. Nehmen wir mal die hier mit. Und die hier, Oakville Zentrum. Schauen wir mal. Es sieht gut aus, die Route ist ausgeglichen. Wir haben hoffentlich alle von diesen Gebieten in der Linie drin. Ich gucke nochmal ganz kurz. Wir haben Sonnenstein mit einer Haltestelle, wir haben Kerststadt mit einer Haltestelle, Westfield, Steinegg, Oakville und Siegwalden. Sollte passen. Genau, Mission wäre erledigt. Wie lange fahren wir da jetzt in der Linie? 31,39 Minuten. Also 31 Minuten, 39 Sekunden. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den Bus hier da zuweisen. Und dann stellen wir uns auf die letzte Haltestelle. Das ist in dem Fall Oakville Zentrum, also hier oben. Oakville Zentrum. Machen hier eine schnelle Reise hin. Warten darauf, dass der Bus ankommt. Das ist ja der kleine Trick, den man nutzen kann. Wir warten einfach darauf, dass der Bus ankommt, setzen uns dann rein hinter Steuer, dann bekommen wir die Auswertung und gleichzeitig ist die Mission aber auch erledigt, weil der Bus war ja unterwegs 31 Minuten. Also ist auf jeden Fall in der Zeit. Ist jetzt natürlich die Frage, sind wir hier richtig auf der Seite? Ich glaube schon. Huch. Achso, zweite Mission war das. So, Route 2. Route 13, da haben wir einen... Huah, stopp! Willst du fahren? Ja, ich möchte oder fahren. Kontrollierst du nur die Fahrkarte? So, und ich glaube, wenn wir jetzt hier die Auswertung bekommen, Alter, stehen da viele aus. Was ist denn hier los? Genau. Haben wir die Mission erledigt. Sehr schön. Dann können wir nämlich die Route hier gleich wieder löschen. Brauchen wir ja gar nicht. Die macht minus 1200. Das ist aber nicht so gut. So, weg. Und dann gucken wir mal. Erstelle eine Route mit mindestens 12 Haltestellen. Das ist auch wieder was, das kann man relativ einfach erledigen. Da fahren wir einfach mal hier, würde ich sagen, einmal im Kreisel rum. Hallo?
Oh nein. Oh, geht gar nicht. Ich habe meine Fahrkarte in meiner anderen Hose vergessen. Ja, macht da nichts. Heute ist egal. So, nehmen wir sich jetzt aber 13 und haben die Mission auch erledigt. Also so schnell kann das gehen und zack, wir sind schon fertig und müssen jetzt nur noch die Stufen verbessern. Das, was wir schon gedacht haben, dass wieder kommen wird, nämlich verbessere die Stufe von Kerststadt und verbessere die Stufe von Sonnstein. Und ich würde sagen, wir sind in den letzten Folgen eigentlich relativ oft in Sonnstein rumgefahren. Was haben wir denn jetzt für einen Bus eigentlich rumstehen? Den Lion City L, den brauchen wir eh nicht unbedingt. Wir bräuchten, wenn, dann den Dreierbus. Wobei ich aber lieber mit dem hier fahren würde, mit dem 18 Meter BYD, da ist mir da schon ein bisschen lieber, muss ich zugeben. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um Kerststadt. Kerststadt muss insgesamt auf Stufe 5 hinaufgehen. Wir sind derzeit auf Stufe 3 und ich würde sagen, wir rechnen mal, wie viele Upgrades wir hier brauchen. Wie viele Haltestellen haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Haltestellen haben wir hier in Kerststadt. 12 mal 5 ist 60. Wir brauchen also 60 Haltestellenpunkte und rechnen mal, wie viele wir derzeit haben. 1, 2, 8, 11, 14, 20, 26, 30, 35, 40, 42 und 48. Das heißt, 12 Upgrades brauchen wir hier. Und wir haben ja zwei super Linien, die hier quasi gegeneinander fahren. Einmal haben wir die hier, die Linie 10 und einmal die Linie 11. Und ich würde sagen, wir werden jetzt abwechselnd mal beide Linien fahren, werden uns auf beiden Linien mal unseren Bus dazustellen, nämlich damit wir die Haltestellen ordentlich upgraden können. Und ich würde mal sagen, wir starten mal, wir fahren beide Runden mal einmal komplett durch, fangen mal hier an. Machen da eine Schnellreise hin. Setzen uns hinter Steuer von unserem BYD. Ach, da ist er ja schon. Cool. Außer Betrieb. Warum denn? Achso, wir sind gerade hinterm Steuer von unserem BYD. Fährt er da jetzt nicht? Doch. Okay, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Spulen wir nochmal vor. Steht ja trotzdem da. Okay, dann machen wir mal eine Schnellreise woanders hin, hier in die Industriezone, damit der vielleicht despawnt. Warte schon eine Stunde an dieser Haltestelle. Ich habe ganz vergessen, dass hier kein Bus hält. Oh, hast du recht. Und dann kommen wir nochmal hier zurück. So, jetzt steht ein anderer da, den wir gerade nicht brauchen. Ach so, Route 11 sind wir hier. Hoppla, da drüben ist ja unserer. Guck mal, da steht er ja schon. So. Hallo, aua, 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 ich hänge am Spiegel fest. Willst du fahren? Ja, ausnahmsweise. Kontrollierst du nur die Fahrkarte? Nee, heute fahre ich. So, und dann würde ich mal sagen, wir fahren jetzt einmal diese Runde hier ab und dann fahren wir einmal die andere Runde ab und dann sollten wir vielleicht die 12 Upgrades sogar schon dabei haben. Gucken wir mal, wie es läuft. Und hoffen wir mal aufs Beste. Bleibt der stehen? Natürlich nicht. Schauen wir mal, nämlich mit dem hier geht das schon deutlich besser, als wenn wir jetzt mit dem Isitaro rumfahren. Der hat nämlich nur eine Busladung von 2. Und bekanntlicherweise wissen wir ja, umso höher die Busladung vom Bus, umso schneller kann man eine Haltestelle upgraden. Und das erste Upgrade kommt zugleich. Das ist nämlich die hier, die Technische Universität auf Level 7. Einen Einzelfahrschein bitte. Einen Einzelfahrschein bitte. Okay, Einzelfahrschein. Danke. Kauft sich eine Wochenkarte. Nur hin, bitte. Nur hin, bitte. So, alle passen dabei. Danke. Sehr schön. Das heißt, 11 Upgrades brauchen wir hier noch in Kerststadt. Eins haben wir, 11 sind es noch. Das hört sich natürlich jetzt viel an, aber nachdem wir hier eine Haltestelle nach der anderen haben, glaube ich, dass das relativ schnell zu erledigen sein wird. Schätze ich zumindest. Gucken wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Dann müssen wir nochmal nach Sonnstein hinauf. Und dann haben wir die zwei Missionen erledigt. Und dann gucken wir, ob noch was kommt oder ob es das dann wirklich war. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich wüsste nicht mehr, welche Mission noch kommen könnte. Wir haben alle Regionen mittlerweile freigeschalten. Wir haben jede Region irgendwie mit einer anderen Region verbunden. Es ist also keine Region, wo du sagen kannst, da ist überhaupt nichts. In jeder Region gibt es irgendwas. In jeder Region kannst du mit dem Bus in eine andere fahren, kannst du in die Stadt fahren, kannst dort umsteigen. Also wir sind eigentlich relativ gut angeschlossen hier mit jeder Region an das öffentliche Verkehrsnetz von den Bussen. Und wenn wir mal also drüber nachdenken, vor vielen Folgen, als wir hier das erste Mal hergekommen sind, gab es hier noch gar nichts.
nichts. Da gab es ja nicht mal einen Bus. Und mittlerweile, wenn wir mal so auf die Karte schauen, sehe ich da ziemlich viele Linien, die hier quer durch die City fahren. Und da kann man, glaube ich, schon mal stolz sein auf dieses Busnetz, das die Leute hier jetzt haben. Wir gucken mal. Hier ist leider kein Upgrade drin. Aber das macht ja nichts. So. Ich habe mich irgendwie voll verliebt in diesen Bus hier, muss ich zugeben. Auch wenn der natürlich beim Bremsen jetzt nicht unbedingt der schnellste ist. Also da ist er ein bisschen lahmarschig manchmal unterwegs. Aber größtenteils bin ich mit dem sehr zufrieden, muss ich zugeben. So, wir halten mal. Wir müssen hier wieder auf alle warten. Auf den Gegenverkehr, auf den Querverkehr. Jeder hat Vorrang, nur wir nicht. So, da geht jetzt wer rüber. Hier gehen die Leute über den Baum. So, jetzt geht da wer rüber, dafür hier nicht. Passt, da geht nochmal jemand. So, da geht ja. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht... Bremsen. Ein Upgrade haben. Leider auch hier nicht der Fall. Schade. Aber wir haben zumindest einen Zahltag. Da gucken wir mal, wie viel Geld ist diesmal drin. Es ist wunderbar, dass Ihre Busse... Route 12 mittlerweile. Guck mal, die Sonnensteinroute. Ziemlich gut in der Mitte. Schau mal einer an. Die Busverbindung passte einfach perfekt. Ich habe mich letzte Woche nicht gut gefühlt. Das war, nachdem ich allen war. Ein toller Tag. Sonnenschein und glasklares Wasser. Meine Frau meint, das war die Sonne. So lange im Boot auf dem Wasser, kann einem schwindlig werden. Wartet sie schon mal an. Ich glaube, der ist gerade beim Arzt, glaube ich. Erzählt mir seine Krankengeschichte. Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich kenne keine Stadt oder ich kenne keinen Bus, sagen wir mal so, wo so viel geredet wird wie in unserem. Die reden ja auch nicht untereinander, die reden ja alle mit uns, mit dem Busfahrer. Also ich muss ehrlich zugeben, als ich mit dem Bus gefahren bin, in die Schule und so weiter und so fort, generell privat, fahre ich auch hin und wieder mit dem Bus, da sage ich meistens nur Hallo und Tschüss. Also ich erzähle dem Busfahrer da jetzt nicht unbedingt meine Lebensgeschichte, wer weiß, ob der die hören will. Außer ich kenne den Fall vielleicht, aber ich kenne jetzt keinen Busfahrer hier gerade in Wien. Also wüsste ich noch nicht, was ich dem erzählen sollte, muss ich zugeben. Wenn ich angeln war und beim Arzt und so weiter und so fort, das kann ich meinem Friseur erzählen. Gut, dir erzähle ich das auch. Was willst du? Willst du mich entführen mit deinem komischen Entführungsvan? So, übrigens, wir hatten ein Upgrade. Es sind dann noch 10, die wir benötigen. Also das ist eigentlich doch noch eine ganze Menge. Nee, nur heute. Wir gucken gleich mal. Wir haben genügend Zeit. Nur heute werden wir kontrollieren. Extra wegen dir. So, weil wir da eh nirgendwo hinfahren können. Ah doch, der schleicht sich schon. Sehr gut. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Leider... Oh, sehr gut. Sehr schön. Wissenschaftsministerium, auch ein Upgrade. Hi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 9 sind es dann noch, die wir brauchen. Okay, geht ja doch. Ja, da könnten wir die Route glatt nochmal fahren, oder? Jetzt sind wir die schon fast durch. Was machen die jetzt? Na, ausnahmsweise. Lass ich den nochmal raus. Ich hoffe, du bist bei der dritten Tür. Oh, war er sogar wirklich. Cool. So, wir müssen hier... Ach du Scheiße. Also, wenn ich hier rüber gucke... Meine Tochter hat erzählt, dass sie eine Folge von Winter der... Oi. Das ist ja Ende nie. Kann da nicht vielleicht irgendjemand über die Straße gehen oder so? Na, holla die Waldfee. Guck mal, was da Autos stehen. Wie soll man denn da jemals rüberkommen? Jetzt geht hier jemand über die Straße. Aber leider nicht von der Seite. Eieieiei. Wir müssen natürlich wieder auf alle warten. Auf die von gegenüber, auf den Querverkehr, auf alle.
Okay, aber es ist zumindest jetzt ein Ende in Sicht, wobei da hinten schon der nächste um die Ecke geschossen kommt. Ah, jetzt geht wer rüber, sehr schön. Oh, nutzen wir gleich die Gelegenheit. Schnell, 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 schnell. Ich bremse dich aus, aber ich muss hier rüber. Ganz rasant, ganz schnell. Ja, hallo? Oh, der Gronkh wieder. Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf, sind meine... Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen... Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? War das wirklich nötig? Ja, aber sonst will man hier auf dem Bordstein rollen. So. Noch 8 Upgrades. Wir sind auf guten Kurs. Wir sind auf sehr guten Kurs. Die Sonne knallt richtig, ne? Ne, ich würde sagen, wir wechseln doch auf die andere Linie, damit wir die andere Linie zumindest auch nochmal sehen. Weil wir kommen ja nachher dann wahrscheinlich eh nicht mehr hier rein. Also in die Stadt, nach Kias Stadt, außer wenn wir vielleicht Urlaub hier machen. Das ist aber gewagt. Ein gewagtes Manöver. Ich bin richtig verliebt in die Bushupe hier, muss ich zugeben. Die gefällt mir sehr gut. Da gibt es manche Bushupen, das hört sich gern wie eine Fahrradklingel. Aber die hier ist schon in Ordnung. Die ist definitiv sehr in Ordnung. Haben sie eine ordentliche Bushupe eingebaut, aber dafür an der Halteklingel hier gespart. Diese Tü-tü ist ein bisschen, naja, billig, wenn man das so sagen kann. Aber generell bin ich sehr zufrieden mit dem Bus. Das muss man auch zugeben. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Bus. Auch hier ein Upgrade. 7 sind es noch, die wir brauchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Danke. So, irgendwer blockiert die Tür. Ich brauche eine Fahrkarte. Na gut, dann lassen wir es mal ein bisschen durchziehen und dann machen wir die Tür hinten zu wieder. Einen Einzelfahrschein bitte. Nochmal was. 17,80. So, jetzt ist aber genug. Kommen Sie rein da. Na, die traut sich aber auch was hier. Ich durchwandere gern die Wälder. Ja, rennen lieber weg. So, 7 Upgrades noch. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Sind wir jetzt eigentlich schon auf Level 4, wenn wir mal so drüber nachdenken? Tatsächlich, Level 4 in Kersstadt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann fahren wir nochmal bis zur Kirche, machen dort einmal einen Wechsel auf die andere Linie und gucken, ob wir dann die 7 Upgrades in der anderen Linie noch erreichen können. Ich denke mal schon. Ich glaube, das sollte möglich sein. Und dann sind wir hier in Kersstadt, zumindest auch mit der einen Mission schon fertig. Dann fehlen uns noch Sonnenstein, wo wir ja auch noch 2 Stufen nach oben müssen. Da müssen wir dann mal gucken, wie viel wir dort noch fahren müssen. Wahrscheinlich auch noch ein paar Mal hin und her. Obwohl wir dort ja schon auf Level 4 mittlerweile sind. Also da braucht man nicht auf 2 Stufen gehen, sondern nur auf 1, zum Glück. Nur haben wir dort da das Problem, dass wir, glaube ich, wieder mittlerweile so weit sind, dass wir nicht überall upgraden können, sondern dass wir vielleicht wahrscheinlich einmal fahren müssen, wo wir nichts upgraden dürfen. Schauen wir mal. Wir schauen uns das einfach mal an in der nächsten Folge, dann würde ich sagen. In dieser Folge kümmern wir uns mal um hier, um Kersstadt. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um Sonnenstein. Ja, macht nichts. Die Abschlussfahrt, die gibt's gratis. Die ist heute gratis. Das ist kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben 6 Millionen am Konto. Da braucht nicht unbedingt jeder einen Fahrschein. Da könnte man theoretisch das alleine durch Werbung finanzieren. Nur noch eine Prüfung, dann bist du fertig. So, die hat auch alle Zeit der Welt. Ich auch, weil wir sind ja 5 Minuten zu früh dran. So, da ist eh keiner mehr. Da kommt noch jemand. Na, ja, lasst euch Zeit, lasst euch Zeit, lasst euch Zeit. Wir müssen ja eh nur bis zur Kirche, dann sind wir ja eh schon fertig. Wobei, wir könnten eigentlich nochmal bis zur Technischen Uni auch fahren. Das ist ja nur hier die Straße entlang. Das sollten wir auch nochmal mitnehmen. Falls wir dort ein Upgrade kriegen können. Wäre ja blöd, wenn wir das auslassen. Ich meine, ganz ehrlich, die Haltestelle ist da drüben. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Leider diesmal ohne Upgrade. Und da vorne kommen wir zumindest ein bisschen hier. Also so die 80-90%. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Danke. Schon wieder blockiert die Tür, das gibt's ja nicht. Rein da mit Ihnen. 99,484%. Hallo, hallo. Schön, 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 schön. 99,4%. Ich glaube, das hat man schon lange nicht mehr, so eine hohe Bewertung. So, was ist mit dem?
Nach Innsbruck kannst du hier fliegen. Das ist vielleicht möglich. Weil wir sind ja hier angeblich in Deutschland. Zumindest da den Nummerntafeln zu urteilen. So. Hä? Nur so wenig? Warum haben wir denn nur so wenig hier freigeschalten? Das ist ja ein bisschen fraglich. Warum haben wir denn nur so wenig freigeschalten? Sag mal, warum nicht bis hierher? Frechheit. Naja, wurscht. So, 7 Upgrades brauchen wir noch, haben wir gesagt. Da könnten wir uns vielleicht noch eins holen. Na, ich weiß nicht, warum haben wir denn nur so wenig fortgeschritten? Warum sind wir denn nicht hier viel weiter fortgeschritten? Na nü? Was ist denn da los? Was ist denn da los, sag mal? Sollen wir die Route nochmal fahren? Wir fahren die Route nochmal. Komm, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Wir fahren die Route nochmal. Außer der eine gammelt jetzt immer vor uns, dann ist das doof. Ich habe meine letzte Prüfung gerade so bestanden. Wenn der andere Bus jetzt immer vor uns fährt, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Warum haben wir denn da nur so einen wenigen Fortschritt? Warum haben wir da nicht viel mehr? Wir sind ja mit dem Gelenksbus unterwegs. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Theoretisch müssten wir da ja ein Upgrade nach dem anderen holen können. Oder geht das vielleicht auf höheren Stufen nicht mehr so schnell? Ich weiß gar nicht, muss ich zugeben. Na komm, was zuckelt denn der so rum? Achso, der hat ein Schild, das er warten muss. Na, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Da drüben wartet der andere Bus schon wieder. Vielleicht sollten wir den wirklich mal ziehen lassen und die Route wechseln, weil immer hinter dem jetzt hinterhergurken ist, glaube ich, auch nicht so wirklich das Ziel. Hat ja auch wenig Sinn. Sind im Frühling voll wunderschöner Schmetterlinge. Schauen wir mal. Das Wichtigste wäre, hier ein Upgrade mitnehmen zu können. Wirklich? Ich hab gewonnen? Du liebe Zeit! Du liebe Zeit! So, der erhebt sich schon mal. Mal gucken, ob er fährt auch. Anscheinend nicht. Na, dann machen wir mal eine kurze Fahrscheinkontrolle. Was? Hier. Da! Hier. Na klar, mhm. Hier, bitte. Na gut, viele Fahrgäste sind hier aber nicht drin, ganz ehrlich. Ich bin noch nie klar. Hier. Vielleicht sollte ich es mal probieren. Also, viele Fahrgäste sind hier nicht drin. Das zahlt sich ja gar nicht aus, mit dem Gelenksbus hier rumzufahren. Guck mal, der steht hinten sogar ein bisschen nach draußen. Schöne Hupe, also die finde ich wirklich, wirklich schön. Hat einen coolen Klang. Was ist denn mit dem jetzt? Guck mal, der macht gar nicht die Tür auf. Da wollen Leute, glaube ich, einsteigen bei dem. Ich blinke jetzt mal nicht mehr. Vielleicht fährt er dann ja. Ich glaube, da wollen Leute bei dem einsteigen und der lässt sich aber gar nicht mitfahren. Hm. Hm, ja, irgendwie sehr komisch. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch weiterfahren will oder nicht. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Bekommen wir da Punkte? Ich denke mal nicht, nee. Sind wir noch viel zu weit weg von der Haltestelle. Also irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, der möchte nicht wegfahren. Guck mal, jetzt steht sogar schon wieder ein anderer hinter uns. Die Linie 12, was macht denn die da? Achso, ja, stimmt ja, die fährt ja auch lang hier. Ja, stimmt ja. Also nur daneben vorbei natürlich. Na gut, ich glaube, das bringt eigentlich relativ wenig hier jetzt rumzustehen und rumzuwarten. Weißt du, was wir machen? Wir steigen mal bei denen ein. Gut, die anderen Leute nehmen wir trotzdem nicht mit. Aber vielleicht fährt... Oh, der fährt jetzt. Also, bisschen zumindest. Na, traut sich doch noch nicht so wirklich. Na gut, ich würde sagen, wir brechen mal den Fahrplan ab. Wechseln mal unsere Route. Werden den Bus hier von der Route 10 auf Route 11 hinüber wechseln. So. Und stellen uns dann hier nach unten hin.
und warten dort auf den BYD. Somit auf der richtigen Seite sind wir. So, der Isitaro, der Isitaro, der BYD kommt an. Da haben wir ihn. Du kommst mit? Ich komm mit. Fährst du selbst? Nee, heute komme ich nur mit. Natürlich fahre ich selbst. Also, wo ich nur bei dir einsteigen würde. Ich habe gerade ein Vorstellung. So. 93,822%. Also auch der KI-Fahrer bemüht sich anscheinend. Das finde ich gut. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen noch 7 Upgrades. Mal schauen, ob die diesmal drin sind. Mal schauen, wie viel wir hier upgraden können. Warum wir da nur so wenig upgraden können, plötzlicherweise. Normalerweise ist das ja nicht so gewesen. Normalerweise kann man hier ja ordentlich upgraden. Wenn man hier mit einem Gelenksbus rumfährt. Komischerweise hier jetzt nicht. Hm. Was ist da passiert? Ist das vielleicht umso höher die Haltestellenstufe, umso weniger hilft dir der 4er Busladungsbus? Könnte natürlich sein. Tatsächlich, guck mal. Huch, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Warum stehen wir jetzt da hinten? Aha, was war da gerade? Der Bus bringt uns nichts mehr. Guck mal, wir machen keine guten Upgrades. Nur bis hierher. Warum denn? Warum? Das finde ich aber nicht gut. Da müssen wir ja hier noch viel länger fahren. Oh nein! Ich dachte, wir haben es gleich. Ah, dann schaffen wir das wahrscheinlich doch nicht in dieser Folge, wenn wir noch 7 Upgrades brauchen und jetzt hier doch noch ein bisschen länger rumfahren müssen, weil uns der Gelenksbus eigentlich nicht das bringen sollte oder nicht das bringt, was er uns bringen sollte, wenn wir uns mal ehrlich sind. Weil normalerweise kann man mit einem Gelenksbus viel schneller upgraden als mit einem normalen Bus, mit einem normalen Solobus, mit einem Bus mit 2 Busladungen. Nur irgendwie funktioniert das hier gerade überhaupt nicht. So, wir müssen uns hier irgendwann wieder den Vorrang erschleichen, sonst haben wir da keine Chance rauszukommen, weil da hinten dauerhaft die Autos bauen. Wir kennen die Strecke, ja? Na, das finde ich ja jetzt ein bisschen schade, muss ich zugeben. Anscheinend, wenn wir dann mal die Haltestellen nach oben gepusht haben, kann man nicht mehr so einfach hier rumfahren. Guck mal, auch hier sind wir jetzt nur da. Bleiben wir da stehen? Da könnte man uns vielleicht ein Upgrade holen. Da hinten definitiv nicht. Wobei wir hier ja gar nicht hinfahren. Wir fahren ja hier hin. Also da könnten wir uns vielleicht trotzdem eins holen. Hier wahrscheinlich nicht. Hier vielleicht. Da unten wahrscheinlich auch nicht. Hier sicherlich nicht. Da sicherlich auch nicht. Und da oben dann halt wieder. Eieieiei. Hätte ich nicht geglaubt. Hätte ich nicht geglaubt, dass wir da jetzt plötzlich länger brauchen als vorher. Mitten im Upgrade. Ich dachte, es ist völlig egal, welche Haltestellenstufe wir haben. Wenn wir mit einem großen Bus hinfahren, habe ich gedacht, können wir easy cheesy gleich wieder upgraden. Ist anscheinend nicht der Fall. Oder es ist wieder ein kleiner Bug, der sich vielleicht lösen lässt, wenn wir mal kurz ins Hauptmenü zurückkehren. So, aber zumindest haben wir hier ein Upgrade. Das ist dann die Nummer 6 von 12. Also gerade bei der Hälfte sind wir. Naja. Bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Wohl jemand eingeschlafen. Guten Morgen. Aber ist ja wurscht. Wir fahren halt einfach. Wird schon irgendwann hinhauen. Fahren wir nochmal bis zur nächsten Haltestelle, würde ich sagen. Achso, wir müssen ja eh warten. Ich würde sagen, wir fahren nochmal bis zur nächsten Haltestelle und werden dort dann eine kleine Folgenpause einlegen und machen den Rest dann in der nächsten Folge. Ich habe ja eigentlich gedacht, wir können vielleicht den Kehrstart direkt schon mal in dieser Folge abschließen, aber anscheinend geht das ja nicht so einfach. Hm. So, der will noch abbiegen. Dann kommen da hinten schon wieder 3. Ach, ein Bus ist reingespawnt. Sehr gut. Dann können wir jetzt fahren. Sehr schön. So,
So, dann hier rein. Und wir gucken mal, wie es hier aussieht. Da ist natürlich kein Upgrade zu holen. Das war klar. Hier möglicherweise schon bei der Kirche. Mir gefallen die monatlichen Wissenschaftsvorträge der Universität und des Wissenschafts. Na, fahren wir doch bis zur Kirche. Das ist ja eigentlich nur ums Eck. Also, das sollten wir hinbekommen. Und, knapp davor, aber leider auch vorbei. Na gut, Freunde, wir müssen noch 6 Upgrades uns zulegen. 6 Upgrades brauchen wir noch und die werden wir hoffentlich in der nächsten Folge bekommen. Wir haben hier da oben zumindest einmal eine Haltestelle. Hier haben wir auf jeden Fall mal eine Haltestelle, das sind schon mal 2. Hier vielleicht nicht unbedingt, aber hier und hier definitiv schon. Da haben wir dann schon 4. Also das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge funktionieren, dass wir uns die Upgrades, die wir noch benötigen, holen werden. 7 Millionen mittlerweile am Konto und dann können wir auch rüberwechseln auf Sonnstein, auf die letzte in die letzte Region, auf die letzte Karte hier in den letzten Bezirk. Das machen wir vielleicht auch schon, wenn es sich ausgeht, in der nächsten Folge oder dann eben in der übernächsten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier bei Let's Play Bus Simulator 21 und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!